Gegenstand der Koalitionsverhandlungen AIDS. Hier konnte sich die CSU nur zum Teil durchsetzen. Doch was ihr in Bonn nicht gelang, will sie nun in ihrem eigenen Freistaat realisieren. Sie beschloss einen Maßnahmenkatalog, durch den mit dem AIDS-Virus infizierten Menschen in Bayern nun Zwangstests, Berufsverbot und Ausweisung drohen. Er sieht nicht nur den Zwangstest für alle Bewerber des öffentlichen Dienstes vor, sondern auch die Möglichkeit, in Zukunft alle, wie es heißt, Ansteckungsverdächtigen zu testen und sei es mit polizeilicher Gewalt. Der bereits verkündete Maßnahmenkatalog hat unter den Betroffenen ein Klima der Angst, des Misstrauens und der Verzweiflung geschaffen. Eine Angst, die bereits so groß ist, dass wir in München nicht einen AIDS-infizierten Menschen getroffen haben, der bereit war, vor eine Kamera zu gehen, ohne dass sein Gesicht unkenntlich gemacht und seine Stimme verändert wurde. Die Staatsregierung wird zum Schutze der Bevölkerung vor einer weiteren Ausbreitung der Immunschwächekrankheit AIDS alle sachlich notwendigen und rechtlich vertretbaren Maßnahmen ergreifen. Ab sofort werden in Bayern einheitlich von allen zuständigen Behörden, vor allem Ansteckungsverdächtige zur Durchführung des HIV-Tests vorgeladen. Kommen die Betroffenen der Vorladung nicht nach, veranlasst die Gesundheitsbehörde die Aufenthaltsermittlung und Vorführung durch die Polizei. Dann habe ich eben auch Angst. Ich weiß eben nicht, wie weit die ihre Forderungen so durchsetzen können. Eben, also vielleicht sogar bis hin zur Internierung. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Horst Seehofer zum deutschen Depeschendienst. Die Pflege der AIDS-Patienten in teuren Krankenhäusern ist auf Dauer gar nicht zu finanzieren. Deshalb sollten diese Kranken in speziellen Heimen konzentriert werden.